Letzte Woche haben wir schon von den Landschaftselementen der Volkspartei berichtet, die unserer Meinung nach eine schöne Alternative zu den Wahlplakaten abgeben. Weil sie uns so gut gefallen haben, haben wir noch ein paar weitere aufgespürt, die wir Ihnen gerne zeigen möchten. Mauterndorf. Schwarze Löwen schleichen über die Felder. Fast schon dämonisch, aber nicht weniger eindrucksvoll erscheint dieses Landschaftselement im Lungau. Ich muss eigentlich sagen, da waren wieder unsere Frauen. Die waren da, haben diese gute Idee gehabt und dann ist es eigentlich so entstanden. Dann haben wir diese Löwenfamilie gemacht und das, so steht sie jetzt da. Ist eigentlich deswegen, wir haben eigentlich zuerst auch geglaubt, wir müssen die Löwen hinmachen und hinten praktisch 5. Mai Volkspartei. Aber dann sind wir eigentlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir es einmal so stehen lassen. Die düsteren Löwen sorgen für Aufsehen und haben ihr Ziel bereits erreicht. Sie sind Gesprächsthema. Die Leute bleiben stehen, schauen einmal, was sie nicht zuordnen können. Und dann kommen sie wohin und dann fragen sie, was ist das eigentlich? Warum das? So was ist das? Und das ist eigentlich der Hintergrund, dass die Leute wieder mehr miteinander reden. Nicht weit entfernt in Maria Pfarr hat ein etwas weniger gefährliches Tier Stellung bezogen. Auch in Köstendorf hat man einen Hasen aufgestellt. Wird dieses Tier etwa das neue Markenzeichen von Wilfried Haslauer? Ja, in der Ortsgruppe haben wir überlegt, wie wir Wilfried Haslauer unterstützen könnten bei seinem Wahlkampf. Wir wollten kein normales Plakat. Also das Kunstwerk hinter mir ist einfach originell. Auf lustige Art und Weise wird Wilfried Haslauer in die Mitte gerückt. Es fällt auf. Ein Plakat steht neben der Straße, behindert den Verkehr, ist nicht unbedingt originell. Die Idee wurde in der Früh geboren. Über Tags haben wir sie absitzen lassen und am Abend haben wir das Ganze ausgeschnitten und angefertigt. Mit Beleuchtung, damit am Abend jedermann sehen kann, dass Wilfried Haslauer auch in der Nacht etwas unternimmt. So ein Element muss nicht kompliziert sein. Genügend Holz, dazu ein Spritzer Patriotismus und schon hat man die Alternative zum Wahlplakat, wie hier in Bischofshofen. Das ist unser Beitrag also für die Wahl am 5. Mai. Und es ist relativ einfach und vor allem ist es auch wichtig, es gibt her, also Holz ist relativ einfach gemacht, es fällt auf und vor allem, es fallen einmal keine Kosten an. Und das ist also uns also einmal sehr wichtig und nur ein Plakat nach dem anderen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich auch Sinn macht und das ist auch was für die Landschaft, wo man auch sagt, was auch irgendwo reinpasst, Holz, was auch wieder verwertet werden kann, wo eigentlich nichts umsonst ist und vor allem bei relativ günstig einfach. Dieses Element in Rauris kann sogar neu beschrieben werden. Die Lärchenholzelemente einfach abnehmen und neu anordnen. Sozusagen das wandelbare Wahlplakat für die Ewigkeit. Also die Materialien sind ersichtlich einzig und allein aus Holz. Verantwortlich dafür, für das Aufstellen und für die Errichtung ist die Bauernbund-Ortsgruppe Rauris. Ausgehend von der Ortsparteileitung. Ja, man will eigentlich wegkommen von den Plakaten und wir haben gesagt, raues Holz, jede Menge und das kann man alles selber machen und damit ist auch dieses Element entstanden. Ganz gleich, wem man am 5. Mai seine Stimme gibt, die Landschaftselemente der ÖVP sind doch irgendwie originell.